Hallo, heute ist Freitag, der 13. November und wir kommen im Konrad Adventskalender Thema Sensoren an den Tag 16, den elektronischen Bewegungsmelder. Das Bauteil, was uns heute erwartet, ist ein NPN-Transistor BC547C. Gut, bevor wir das machen, Tag 16, essen wir erstmal den selbstgebauten Adventskalender. So, Tag 16. Wie gesagt, dieser Kalender soll uns immer so ein bisschen daran erinnern, dass wir bei einem Adventskalender auch immer ein bisschen die Verpackung bezahlen. Doppelt so teuer wie der selbstgebaute und noch mal weniger drin. So, da haben wir auch wieder ein Stück Schokolade und das essen wir jetzt. Und hier ist das Ding der eigentlichen Begierde, keine Schokolade, sondern da sollte jetzt, wie ich gerade gesagt hatte, ein Transistor drin sein. Ja, da ist er. Da ist er, ein Transistor. Der dritte im Bunde. Gut, dann fangen wir jetzt mal an. Als erstes das Vorleseritual. 16 elektrostatischer Bewegungsmelder. Einen dritten Transistor finden Sie im Fach Nummer 16. Damit können Sie die Verstärkung noch einmal deutlich erhöhen. Ihr Elektrofeldsensor wird damit so empfindlich, dass er sogar auf Personen reagiert, die sich in einem größeren Abstand von bis zu einem oder zwei Meter bewegen. Ihr Sensor sollte dabei möglichst fern von elektrischen Leitungen aufgestellt sein. Es hängt von der Luftfeuchtigkeit, vom Bodenbelag und von den Schuhen ab, wie stark eine Person auflädt. Vor allem im Winter kann wegen der trockenen Luft eine erhebliche Aufladung zu schmerzhaften Stromschlägen führen. Die statische Ladung kann sogar elektrische Bauteile zerstören. Allerdings sind die verwendeten Transistoren nicht sehr empfindlich, sodass in diesem Fall keine besondere Vorsicht nötig ist. Mir fehlen so ein bisschen die Informationen, was die Schaltung macht, wie die Schaltung funktioniert. Na gut, okay. So, schauen wir mal, wir müssen eventuell heute umbauen. So, machen wir die Batterie mal ab. Grün. Dahin. Rot. Dahin, das passt. Die Brücke kann bleiben? Nein, kann nicht bleiben. So, der passt. Der Widerstand muss raus. Und jetzt müssen wir mal gucken, wie wir die Transistoren hier unterbringen. Ja, die müssen auf jeden Fall versetzt werden. Der Widerstand bleibt der gleiche so. Der Widerstand hat seine Schuldigkeit getan. Der kommt da rein. Den Widerstand brauchen wir gleich noch. Und die Transistoren ziehen wir raus. Und das ist die Gelegenheit, nämlich diese selbstgebauten Brücken mal. Das waren die vor ein paar Tagen, die ich aus Büroklammern gebaut hatte. Aber wir müssen mal schauen, wie wir gleich weiterkommen. So. Die Brücke wird kleiner. Zwei, drei. Ja, da frage ich mich auch wieder, was diese Brücke soll, frage ich mich. Oben waren sie so schlau und haben die Diode auf die spannungsführende Schiene gesetzt, aber den Transistor setzen sie da wieder nicht hin. Naja, was das auch immer soll, man muss nicht alles verstehen. Ne, also das ist ein Layout. Naja. Drücken wir es mal vorsichtig aus, es ist nicht unbedingt von Effizienz geprägt. So.
frei. Ein Loch frei. Die nächsten drei. Noch ein Loch frei. Wieder drei. So, jetzt brauchen wir mal an Brücken. Was die Brückendings hergibt, die Brückenschmiede. So, die Brücke kann erstmal wieder rein. Die kommt hier auf die rote. Und hier hinten auf den, die hat, glaube ich, auch die letzten Tage da schon mal gesessen. Und da hinten auf den Pinöpel. So, dann brauchen wir jetzt, das ist auch wieder, das ist immer das Gleiche. Dass es nicht so glücklich konstruiert ist, geplant ist. So, der kann da hinein. Und der muss hier vorne rein. Wie gesagt, da hätte ich mir ja gewünscht, dass man da mal, ähnlich wie in einem Backrezept oder in einem Kochrezept, angibt die Brücke, sie brauchen eine Brücke, die so und so lang ist oder eine Brücke, die so und so lang ist. So, und dann ist hier wieder nicht mehr viel. Zu holen. Also riskieren wir das jetzt. Oder bleiben wir bei unseren Büroklammernbrücken? Jetzt ist die Frage, Blick in die Zukunft, mal eben gucken, wie das denn jetzt brückentechnisch weitergeht. Ja, da kommen noch wieder so Verrückte. Schaltung, hatte ich nicht noch eine? Ja. Gut. Jetzt der Widerstand ist der von gestern, ohne dass ich Farben nachgucken müsste. Und der gehört da rein. So. Gucken, die Brücke ist nicht hübsch, aber sie ist da. Die Brücke ist auch nicht hübsch, aber sie ist da. Die Brücke ist da. Die Brücke ist da. Die Brücke vom Äußeren zum ist da, vom Mittleren zum Äußeren ist da. Und der Widerstand ist auch da. So. Dann, ich bin mal mutig, meine ganzen Konstruktionen. Wegzupacken. So. Jetzt soll, ich weiß noch nicht, was die Schaltung jetzt machen wird. Ah, es hat was damit zu tun, wenn ich stehe. Okay. Ah, gut, okay, ja. Ja,
Also, Schaltung funktioniert soweit. Der ganze Brücken- und Bebauungsplan ist wie immer so ein bisschen ja durchwachsen. Wenn ich sitze, tut es das nicht, wahrscheinlich weil ich dann eine entsprechende Erdung habe. Aber wenn ich stehe, leuchten die Dioden problemlos. Okay. Was mich so ein bisschen stört, ist, dass wieder wenig erklärt ist. Gut, die Darlenkenschaltung ist klar und sie wird nochmal verstärkt, ist auch klar. Aber wieso, weshalb, warum? Naja. Zum Beispiel, warum da jetzt diese beiden LEDs hintereinander sein müssen. Hier ist auch wieder so ein Ding. Ich weiß nicht, ob man das jetzt hier sieht. Nee, müssen die. Muss diese Brücke sein, oder hätte man die LED nicht damit reinstecken können? Diesen Transistor hätte man locker mit hier in die Stromschiene stecken können, genauso wie man es hier oben mit der LED gemacht hat. Aber das stört mich die ganze Zeit schon, die Platinenlayouts. Ja, habe ich ja, glaube ich, in anderen Videos schon mal gesagt, unser Berufsschullehrer hätte uns das um die Ohren gehauen. Zu Recht um die Ohren gehauen. So. Dann war es das für heute. Dann kommt das nächste Experiment. Das wird der 17, ein LED-Thermometer. Und da erwartet uns als Bauteil ein NTC-Sensor mit 4,7 Kiloohm. Das wird wieder was Spannendes. NTC-Sensor habe ich auch 30 Jahre nicht mehr in den Finger gehabt. Gut. So, machen wir die Batterie mal ab. Grün. Dahin. Rot. Wenn das passt. Die Brücke kann bleiben. Nein, kann nicht bleiben. So, der passt. Der Widerstand muss raus. Und jetzt müssen wir mal gucken, wie wir die Transistoren hier unterbringen. Ja, die müssen auf jeden Fall versetzt werden. Der Widerstand bleibt der gleiche. So, der Widerstand hat seine Schuldigkeit getan. Der kommt da rein. Den Widerstand brauchen wir gleich noch. Und die Transistoren ziehen wir raus. Und das ist die Gelegenheit, nämlich diese selbstgebauten Brücken mal. Das waren die vor ein paar Tagen, die ich aus Büroklammern gebaut hatte. Aber wir müssen mal schauen, wie wir gleich weiterkommen. So. Die Brücke wird kleiner. Zwei, drei. Ja, da frage ich mich auch wieder, was diese Brücke soll, frage ich mich. Oben waren sie so schlau und haben die Diode auf die spannungsführende Schiene gesetzt, aber den Transistor setzen sie da wieder nicht hin. Naja, was das auch immer soll, man muss nicht alles verstehen. Nee, also das ist ein Layout. Naja. Drücken wir es mal vorsichtig aus, es ist nicht unbedingt von Effizienz geprägt. So. Drei. Ein Loch frei. Die nächsten drei. Noch ein Loch frei. Wieder drei. So, jetzt brauchen wir mal am Rücken. Brücke kann erstmal wieder rein. Die kommt hier auf die rote und hier hinten auf den, die hat glaube ich auch die letzten Tage da schon mal gesessen. Und da hinten auf den Pinöpel. So. Dann brauchen wir jetzt, kann da hinein.
und der muss hier vorne rein. Wie gesagt, da hätte ich mir ja gewünscht, dass man da mal, ähnlich wie in einem Backrezept oder in einem Kochrezept, angibt die Brücke, sie brauchen eine Brücke, die so und so lang ist oder eine Brücke, die so und so lang ist. So, jetzt fehlt noch einer. Der muss jetzt hier rüber. Ob Panne. Ist die Frage, Blick in die Zukunft, mal eben gucken, wie das denn jetzt brückentechnisch weitergeht. Ja, die passt auch. Ist die so verbogen vom Wahr? Noch Sorgen macht, ist dieses blöde Ding hier. Gut, jetzt der Widerstand ist der von gestern, ohne dass ich Farben nachgucken müsste. Und der gehört da rein. So, gucken, die Brücke ist nicht hübsch, aber sie ist da. Die Brücke ist auch nicht hübsch, aber sie ist da. Die Brücke ist da. Die Brücke ist da. Die Brücke vom Äußeren zum ist da. Vom Mittleren zum Äußeren ist da. Und der Widerstand ist auch da. So, ich weiß noch nicht, was die Schaltung jetzt machen wird. Ah, es hat was damit zu tun, wenn ich stehe. Okay. Ah gut, okay, ja. Ja, also, Schaltung funktioniert soweit. Der ganze Brücken- und Bebauungsplan ist wie immer so ein bisschen ja durchwachsen.
Wenn ich sitze, tut es das nicht, wahrscheinlich, weil ich dann eine entsprechende Erdung habe. Aber wenn ich stehe, leuchten die Dioden problemlos. Okay, hier ist auch wieder so ein Ding. Ich weiß nicht, ob man das jetzt hier sieht. Muss diese Brücke sein? Oder hätte man die LED nicht damit reinstecken können? Diesen Transistor hätte man locker mit hier in die Stromschiene stecken können, genauso wie man es hier oben mit der LED gemacht hat. Aber das stört mich die ganze Zeit schon, die Platinenlayouts. Ja, habe ich ja, glaube ich, in anderen Videos schon mal gesagt, unser Berufsschullehrer hätte uns das um die Ohren gehauen. Zu Recht um die Ohren gehauen.